Selbst Schuhe mussten einige hitzige Fans ausziehen und überall suchte die Polizei nach versteckten Waffen und Schlaginstrumenten. Gefunden wurde so einiges. Ja, wir haben den Leuten abgenommen, also sehen Sie hier Schreckschusswaffen, Messer, feststehende Messer, Stilette, diese Ketten. Die Polizei hatte also alle Hände voll zu tun, um Streit zwischen den Fanclubs zu schlichten und die schlimmsten Randalierer auseinanderzutreiben. Einige wurden festgenommen, andere handelten sich Beulen und Platzwunden ein. Es ging also hoch her und das KSC-Clubhaus wurde nach einer Schlägerei sogar teilweise zerstört. Türe, Fensterscheiben und Mobiliar ging zu Bruch, ein Schaden von fast 50.000 Mark entstand. Doch die Fans störte das nicht. Polizei und Ordnungskräfte waren für dieses Spiel verdoppelt worden. Rund 500 Kräfte standen zur Verfügung. Auch der Personenschutz war in Lauerstellung. Kein Wunder, denn neben KSC-Präsident Schmieder saß Bundesstaatsanwalt Kurt Rebmann. Die Stimmung vor dem Spiel war entsprechend angeheizt. Wie kam sich da Gerhard Mayer-Vorfelder in seiner Rolle als VfB-Präsident, Kultusminister von Baden-Württemberg und als gebürtiger Freiburger vor? Nun, ich bin hier aufgewachsen, bin hier in Karlsruhe, habe hier in Karlsruhe 7 Jahre gewohnt, bin hier zur Schule gegangen. Deshalb hat man schon etwas